Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf. Denn der Shop ist auch schon in ca. 10 Sekunden da und da mal schauen, was heute reinkommt. An der Stelle könnt ihr gerne ganz kurz ein Abo lassen, falls ihr neu da seid. Ihr seht hier immer den neuesten Shop und mal gucken. 3, 2, 1 und der neue Shop ist da. Okay, Zuckerfreak ist zurück, war auch schon seltener. Agent des Chaos, okay, der Shop ist ein bisschen größer wieder und hier sind noch die restlichen Weihnachtssachen. Okay, okay, ja, die restlichen Sachen sind so geblieben. Bevor wir jetzt aber hier weitermachen, ganz kurz eine Info. Heute um 10 Uhr gibt es das neue Update 15.10, damit ihr Bescheid wisst, heute gibt es auf jeden Fall nochmal ein Update und fangen direkt mal an jetzt hier mit dem Zuckerfreak. Der ist heute nochmal zurück nach 346 Tagen, ein sehr, sehr cooler Skin, hier wie man sieht, in diesem Zuckerstangen-Look und, oh, ich habe gerade ein Geschenk bekommen von Wohltat. Das öffnen wir direkt mal und ich habe einen Mode bekommen. An der Stelle riesiges Dankeschön, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ehrenmann. Okay, ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter mit dem Shop und schauen mal. Hier auf jeden Fall, der Skin ist nochmal zurück. Wie gesagt, nach 346 Tagen. Hier noch mit einem Rückenteil und noch hier mit der Zuckerklingenhacke. Dies nochmal zurück nach 357 Tagen. Und ansonsten gibt es noch den Agent des Chaos aus dem letzten Abrechnungsset. Ist auch noch ganz okay. Nach einem Monat zurück. Hier noch mit einem zweiten Stil und einem Rückenteil. Und dann gibt es hier noch die Chaos-Sense. Auch nach einem Monat zurück. Darunter gibt es dann hier nochmal den Abstrakt-Skin zurück. Auch schon älterer Season 4-Skin mit einem zweiten dunklen Stil. Und dann gibt es einmal noch hier die Graffiti-Rollhacke. Ist beides nach einem Monat zurück, genauso wie noch der Venturion. Der ist ebenfalls nach einem Monat zurück, auch hier in einem zweiten dunklen Stil und mit einem Rückenteil. Und auch die Ventura ist nach einem Monat zurück. Ganz coole Skins. Und dann gibt es einmal, da passend noch zu, hier die Aerodynamik-Hacke. Und dann auch noch hier den Triumphgleiter. Und das wären auch schon hier die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle könnt ihr gerne ganz kurz mal rechts unten hier auf den Schütze einen Crater klicken und den Code DETO eingeben. Würde mich sehr, sehr freuen. Damit würde ich sagen, gehen wir schon zu den täglichen Sachen, wo es einmal die Terra gibt. Skin auch hier noch mit weiteren Stilen. Ja, der Skin geht auf jeden Fall klar. Ist heute nochmal zurück nach einem Monat. Muss noch nicht viel zu sagen. Dann gibt es einmal die Sperranger zurück. 800er Skin, auch nach einem Monat knapp zurück. Ist noch ganz okay, aber schon sehr, sehr oft im Shop gewesen. Dann gibt es einmal hier Sichelschläger, die Hacke. Nach 24 Tagen zurück, relativ hoher Ton. Ist ganz cool. Dann gibt es einmal noch Tagtraum. Nochmal nach 20 Tagen zurück. Und ansonsten gibt es hier schwer beschäftigt. Ist nochmal nach einem Monat zurück. Und an letzter Stelle gibt es hier nochmal schwere Schritte. Eine Mode mit Fortbewegung ist nochmal zurück nach 20 Tagen. Und ansonsten, wie gesagt, hier noch der riesige Weihnachtsshop. Ich glaube, das Zeug kennt mittlerweile jeder. Jeder Skin kam gestern zurück und die restlichen Sachen sind schon ein bisschen länger hier. Und ich würde sagen, das war es ja auch schon mit dem neuen Shop.